Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 304. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dich haben und dass du mit dem Licht des Evangeliums hineinscheinst in diese dunkle Welt, hineinscheinst in unsere Herzen, dass wir jeden Tag aus deinem Wort leben können, dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Weg und dass wir aus jeder Seite der Bibel kostbare Wahrheiten und Verheißung für unser Leben ziehen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns bittet. Amen. Wir beginnen heute ein neues Buch, nämlich 1 Samuel. Es ist der erste Teil eines großen Buches, denn im Hebräischen sind 1 und 2 Samuel eigentlich ein ganzes Buch. Wir beginnen in Kapitel 1 und dort Vers 1. Und es war ein Mann aus Ramathaim Sophim vom Bergland Ephraim. Der hieß elkana ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zurfs, eines Ephratitas. Schon wieder haben wir eine Geschichte, wie auch zuvor in den anderen Geschichten in Ruth und am Ende von Richter, hier aus dem Bergland Ephraim. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Sie ist nicht die erste Frau in der Bibel, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hat. Wir denken an Sarai, die später zu Sarah wurde. Wir denken an Rebekka und Rahel und auch die Frau von Manoach, die spätere Mutter von Simson. Immer wieder hat Gott auch diese Unfruchtbarkeit der Frauen benutzt, um wesentliche, wichtige Aspekte des Evangeliums zu verdeutlichen, nicht nur für die Menschen damals, sondern auch noch für uns, um durch die wunderwirkende Kraft Gottes zu zeigen, was Gott auch in unserem Leben zu tun vermag, selbst wenn wir glauben, dass kein Weg mehr vorwärts führt. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Da war Streit in der Familie. Und ein Hauptgrund für diesen Streit, den Hauptgrund für diesen Streit, der lag darin, dass eben Elkana sich nicht an Gottes eigentliches Ideal für die Ehe gehalten hat. Er hatte zwei Frauen, was Gott nie eigentlich geplant hatte. Etwas, das für immer wieder auch verbreitet gewesen ist, aber etwas, das Gott nicht gut geheißen hat und das zu Streit in der Familie geführt hat. Wenn wir Gottes Ideal ignorieren und uns eigene Freiheiten nehmen, von denen wir meinen, dass es Freiheiten sind, die allerdings in der Bibel eigentlich als Sünde bezeichnet werden. Dann erleben wir, dass das viel Leid und Kummer in unser privates Leben auch bringt. Eine ähnliche Geschichte hat auch, eine ähnliche Erfahrung hat auch Abraham gemacht, als er sich auch eine zweite Frau nahm, neben Sarah. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Interessanterweise immer genau dann auch, wenn sie zum Heiligtum in Silo ging, zur Stiftshütte, wo man ja eigentlich in besonderer Weise Gott begegnen sollte und wollte, immer dann gab es besonders Streit. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass es gerade dann oft zu Streit kommt in der Familie, wenn man sich vorbereitet zum Gottesdienst gehen zu wollen oder vielleicht sogar, am Gottesdienstort, dass gerade dort, wo man eigentlich vielleicht auch Andacht machen möchte, wo man sich mit Gottes Wort beschäftigen möchte, manchmal der Satan versucht gerade dann durch Streit in der Familie einen äh, davon abzuhalten, Gott näher zu kommen. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr Hannah: Warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf. Nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte, Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hannah war tief betrübt und sehr gekränkt. Lieber Freund, liebe Freundin, was immer uns in unserem Leben bekümmert, womit auch immer wir gekränkt worden sind durch andere, die uns vielleicht sogar nahestehen, wir dürfen alles, auch gerne unter Tränen, unserem Herrn im Himmel sagen. Es gibt nichts, was ihn belasten könnte, nichts, was ihm nerven könnte. Wir dürfen alles, was uns auf dem Herzen liegt, ihm sagen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Wie leicht passiert es, dass wir andere Menschen falsch einschätzen dass wir, weil wir ihre Situation nicht kennen, die Hintergründe ihres Lebens, die, die Dinge, die sie gerade bewegen, ihr Handeln völlig falsch beurteilen und sie dann schroff und hart behandeln, wo sie in Wirklichkeit unsere größte Sympathie brauchen würden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns heute hilfst, Menschen so zu begegnen, wie du es dir wünschst. Dass auch wenn wir vielleicht ihr Verhalten nicht gleich einordnen können, wenn es uns merkwürdig und seltsam vorkommt, dass wir daran denken, dass es vielleicht daran liegt, dass sie einen tiefen Schmerz haben und dass sie dich suchen. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, Menschen so zu behandeln, wie du sie behandeln würdest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.